Hallo, meine Lieben, seid ganz herzlich gegrüßt zu einem kurzen astrologischen Video für den Vollmond am 18.03.2022 um 8.17 Uhr, 8.18 Uhr, wie auch immer man die halbe Minute hier noch mitrechnen möchte. Ja, wir haben einen ganz besonderen Vollmond und zwar in den Sternbildern wie auch in den Tierkreiszeichen beiderseits in Jungfrau und auch noch im sechsten Haus, das auch noch der Jungfrau-Energie entspricht. Das heißt, das habe ich auch im Seelenessenzspiegel gesagt, dass wir einen Mond haben, der sehr in Einklang ist mit den kollektiven Gedankenenergien. Denn es ist so grundsätzlich meistens, dass der Mond sich in einem anderen Sternbild tatsächlich befindet als das Tierkreiszeichen, in dem er gedeutet wird. Also der Mond wäre ja zum Beispiel fast in Waage gelandet. Und wenn wir tatsächlich den Mond in Waage gehabt hätten, wäre er in Wirklichkeit aber im Sternbild Jungfrau gewesen und gedanklich wären aber alle Menschen von der Waage ausgegangen. Und das gibt eine gedankliche Inkongruenz zu den Energien, die tatsächlich da sind. Und deswegen ist es immer ganz besonders schön, wenn das Tierkreiszeichen und das Sternbild identisch zusammenfallen im Vollmond oder im Neumond, je nachdem, dann richtet sich das Kollektiv auf die tatsächlichen Energien aus, die im Feld sind. Und das gibt eine Energie der Stimmigkeit. Und das passt zur Jungfrau-Energie ganz wunderbar, denn die Jungfrau ist das Zeichen der Ordnung oder des Ordnungsschaffens oder der Strukturen. Es ist auch das Zeichen der Heilung. Und das Zeichen, das uns überhaupt erst lehrt, was Heilung überhaupt bedeutet. Heilung bedeutet, dass die Dinge in eine Ordnung gebracht werden. Unheil ist Unordnung. Etwas ist nicht am richtigen Platz. Irgendwo ist zu viel von einer Kraft da, woanders ist zu wenig von einer Kraft da. Und das gibt Ungleichgewicht oder es ist nicht strukturiert. Die Dinge, die da sind, sind nicht in Harmonie miteinander, sie schwächen einander. Das ist dann auch keine Ordnung, das ist dann Unheil. Und die Jungfrau ist die Kraft, die alles wieder ins Heil und in die Ordnung bringt. Und das ist für die Zeit, die wir jetzt gerade haben, super, super wertvoll. Denn wir dürfen nicht vergessen, das, was im Außen passiert, ist der Ausdruck dessen, was in unserem Inneren passiert. Und dieser Vollmond, der möchte uns einladen, uns alle, dass jeder für sich in seinem Leben aufräumen darf. Wie viele Menschen führen ein Leben in Unfrieden mit ihren Mitmenschen und schreien dann im Außen nach Frieden? Machen aber überhaupt keinen Frieden in ihrem Leben mit den Menschen, mit denen sie in Konflikt sind. So nach dem Motto, bitte Frieden im Außen, aber in meinem Inneren, ja, das ist ja nicht so wichtig. Das kann ja weiterhin in Unfrieden sein, da muss ich mich ja nicht drum kümmern. Das Kollektiv ist der Ausdruck des menschlichen Geistes im Inneren. Und die Jungfrau möchte jetzt, dass wir das in eine Ordnung, in eine Harmonie bringen. Der Vollmond steht in Verbindung zu Neptun. Neptun hier im Sternbild Wassermann oder Tierkreiszeichen Fische, je nachdem, ob man nach der klassischen Astrologie oder nach den wahren Sternbildern gehen möchte. Neptun in Wassermann passt sehr schön zum neuen Zeitalter, von dem alle sprechen, denn Wassermann ist das neue Zeitalter und Neptun bringt den spirituellen Geist. Neptun in Fische wiederum betäubt die Betäubung. Auch ein ganz interessanter Aspekt. Was bedeutet das? Das bedeutet, deine Illusionen werden aufgedeckt. Das, was für dich vorher blind war, was du vorher nicht gesehen hast, das wird für dich jetzt sichtbar.
Wenn die Betäubung betäubt wird, bedeutet das, du fühlst wieder. Die Betäubung wird ausgeschaltet. Das, wo du taub bist, wo du nicht fühlen kannst, wo du nicht in deiner Wahrnehmung warst, kommt zurück. Ihr kennt vielleicht das Gefühl, wenn eine Schmerztablette nachlässt, aber das, was den Schmerz auslöst, ist noch da. Also der Schmerz kommt auf einmal wieder. Die Betäubung lässt nach, weil Neptun die Betäubung ist und Fische auch. Beide in ihrer Kraft. Und wenn die Betäubung betäubt wird, hört die Betäubung auf. Dann wird sie quasi rausgenommen. Ja, und Neptun im Wassermann, im Sternbild Wassermann, wo er ja faktisch am Himmel tatsächlich steht, das ist ja sein wahrer Sternenstand, spricht für das plötzliche Erwachen. Und jetzt kann man sagen, ja, dieser Neptun ist ja schon viele Jahre im Wassermann-Sternbild. Das ist richtig, es sind schon einige Jahre. Nur jetzt ist er in direkter Kombination in einer Winkelverbindung, und zwar in Opposition zu diesem Vollmond. Und das bedeutet, seine Stellung wird aktiviert. Denn in der Astrologie geht es nicht nur darum, dass ein Planet irgendwo steht, sondern auch, dass er durch etwas anderes noch zusätzlich aktiviert wird. Ja, das ist so wie wenn du ein Elektrogerät zu Hause hast. Ja, wir sagen mal zum Beispiel Neptun in Wassermann steht für deine Kaffeemaschine. Wenn die da einfach nur steht, macht die gar nichts. Wenn du aber den Einschaltknopf drückst, dann legt sie los. Und der Einschaltknopf für Neptun in Wassermann ist hier der Vollmond, denn sogenannte Lunationen, also Vollmonde und Neumonde und Finsternisse, sind in der Astrologie Einschaltknöpfe für etwas. Die bringen Dinge in Gang. Deswegen ist es ja immer so spannend, im Horoskop zu schauen, wo fällt dir der Vollmond hin? Also dieser Vollmond, der steht ja in deinem Horoskop irgendwo, ja? Also da, wo du das Ende des Tierkreiszeichens Jungfrau stehen hast, da steht der Vollmond jetzt bei dir und aktiviert vielleicht in deinem Horoskop irgendeine Konstellation, irgendein Geburtsversprechen, irgendeinen Planeten. Es ist immer super spannend, das nachzuschauen, denn da in diesem Bereich wird für dich jetzt Ordnung geschaffen. Und da kannst du für dich nachschauen, beziehungsweise du wirst eingeladen, für dich in diesem entsprechenden Bereich Ordnung und Struktur zu schaffen, Unfrieden in Frieden zu verwandeln, Disharmonie in Harmonie zu verwandeln und ein Erwachen zu erleben. Denn dadurch, dass der Neptun mit dem Mond verbunden ist, haben wir jetzt ganz plötzliche Erwachensmomente unter den Menschen. Ja, das ist wirklich, du stehst da und wie ein Augenaufschlag ist es so, dass du auf einmal irgendetwas verstehst, was du vorher nicht in Zusammenhang bringen konntest. Ja, diese Momente, die sich wirklich so anfühlen, als wäre man gerade aus einem Schlaf aufgewacht, kennst du vielleicht, ja? Das haben wir jetzt mit diesem Vollmond vermehrt im Feld. Und das ist eine super spannende Konstellation. Die Sonne steht ebenso stimmig wie der Mond im Tierkreiszeichen Fische und auch im Sternbild Fische. Das heißt, auch die Sonnenkraft ist jetzt stimmig mit den Gedanken des Kollektivs. Das bedeutet, wir sind mit unserer Ausrichtung im Einklang mit diesem Vollmond und das macht ihn sehr stark. Dadurch kann er überhaupt sich erst richtig ausfahren. Denn eine Energie kann nur dann genutzt werden, wenn man um sie weiß. Und das ist der Grund, warum ich immer in die wahren Sternbilder, in die wahren Sternenstände hineinschaue, damit ich weiß, welche Energie tatsächlich im Feld ist. Welche Energie kann ich denn tatsächlich nutzen? Denn die Energien der Tierkreiszeichen sind meistens nur vermutete Energien. Eine künstliche Struktur, die berechnet wird mit einer Formel, einer ganz bestimmten, und dann sagt man, das ist jetzt das und fertig. Und das ist natürlich nicht das, was wirklich da ist. Aber wir leben in einer Welt, in der uns ganz viele Dinge vorgegaukelt werden. Wir leben in einer gauklerischen Welt, ja?
Und dahin zu gucken, was ist eigentlich tatsächlich da, ist sehr aufschlussreich. Da gehört es auch dazu, dass man zum Beispiel nicht einfach nur das nachplappert, was man irgendwo gehört hat, sondern dass man das darlegt, was man selbst gefunden hat. Deine eigenen Erkenntnisse, die du für dich gewonnen hast, sind dein wertvollstes Gut und nur auf die solltest du zurückgreifen. Klar, wenn deine Erkenntnis mit der Erkenntnis eines anderen kongruent ist und der hat nun zufällig die Fähigkeit, das wunderbar in Worte zu fassen, kannst du natürlich Zitate verwenden. Das mache ich auch, ja? Die sollten aber immer deinem überprüften Wissensstand entsprechen. Und nicht einfach nur genutzt werden, weil sie dir so gut gefallen. Das ist ganz, ganz entscheidend in der jetzigen Zeit, gerade mit dem Erwachens-Neptun, der jetzt aufhört, illusorisch zu sein. Je näher der Neptun der Sonne ist, also die Sonne ist ja gerade über den Neptun drüber gelaufen, umso klarer kann man die Illusion erkennen, weil die Sonne ist wie ein Licht. Sonne und Mond werden auch als die Lichter im Horoskop bezeichnet, ja. Und das, wo sie stehen, wird hell erleuchtet, das wird sichtbar, das wird in Erscheinung gebracht. Das ist das, was Form annimmt. Nun haben wir Sonne-Neptun-Konjunktion, das kann man hier sehen. Das heißt, die Sonne ist noch weniger als 5 Grad von Neptun weg bei diesem Vollmond. Und das bedeutet, sie werden als zusammenstehend gedeutet, wie eine Einheit. Ja, und die Auflösung der Illusion wird jetzt ans Tageslicht gebracht. Das kann natürlich sein, dass das für den einen oder anderen nicht so schön ist, denn wir folgen ja unseren Illusionen nicht umsonst, sondern weil sie uns eine Komfortzone schaffen und einen Bereich ermöglichen, indem wir nicht so stark handeln müssen, ja, wie wir es eigentlich müssten. Und vielleicht wird dem einen oder anderen von euch jetzt bewusst, was eigentlich für eine tatsächliche Handlung ansteht und jemand von euch steht auf und geht los. Das wäre jetzt eine schöne Zeit, denn dieser Vollmond ist der Frühlingsvollmond. Ja, 4 Tage vor der Tag- und Nachtgleiche oder 3 Tage vor der Tag- und Nachtgleiche. 20., 21. ist die Tag- und Nachtgleiche oder das sogenannte Ostara-Fest. Das Fest, an dem tatsächlich der Frühling Einzug hält und diese Vollmondenergien gehören in den Frühling mit hinein. Wir haben also einen Frühling der Bewusstwerdung. Und in vielen Kulturen ist die Tag- und Nachtgleiche, das Ostara-Fest im Frühling, auch der eigentliche Jahresbeginn. Das wird gern als eigentlicher Jahresbeginn gedeutet. In der klassischen Astrologie ist die Tag- und Nachtgleiche auch tatsächlich der Punkt von 0 Grad Widder. Da beginnt auch der klassische Tierkreis, der aber deswegen trotzdem künstlich bleibt, ja. Also faktisch am Himmel sind wir dann in der Energie von Fische. Und die Widderenergie, die ja feurig ist und warm, die erhalten wir tatsächlich erst Ende April. Und wenn ihr mal die letzten Jahre beobachtet habt, werdet ihr feststellen, tatsächlich wird es meistens auch Ende April erst warm. Ja, der April durch ist meistens noch recht kühl. Und wenn der Mai dann kommt, dann passt das Widderfeuer da rein. Und dann haben wir viel mehr Frühlingswärme da drin. Fische, das ist noch diese Übergangszeit, die wir im März, April oft haben, wo wir denken, irgendwie fühlt sich's noch ungemütlich winterhaft an, ja, weil wir die Fischekraft eben immer noch im Feld haben in dieser Zeit. Ja, ein ganz, ganz spannender Vollmond, wie gesagt. Ich bin sehr gespannt, was diese Kräfte im Feld jetzt auch im Außen für eine Auswirkung haben werden, denn wir haben ja auch sehr starke Fischekräfte und Neptun ist ja auch Fischekraft. Und Fische ist der Altruismus. Das ist auch dieses Soziale, dieses Nächstenliebe, für andere Dasein, Engel auf Erden sein, die bedingungsfreie Liebe, die Grenzenlosigkeit auf die Erde bringen. Und Jungfrau ist die Heilung, ja.
diese kriegerische Qualität von Mars-Pluto, die wir noch beim letzten Mond hatten, die hat sich ja mittlerweile entzerrt. Das ist ja schon weitergelaufen, ja. Und deswegen kann es sein, dass die Welt sich jetzt ganz, ganz schnell und mit Sicherheit für viele unerwartet, je nachdem, wie viele Hintergrundinfos du hast, ja, dann ist es nicht so unerwartet. Für viele unerwartet sich die Welt doch einer friedlichen Energie zuwendet. Auch wenn es jetzt im Moment scheinbar nicht so aussieht. Die Illusionen werden uns allerdings von den Augen genommen. Und bedenke, Illusion ist der Schein. Das, was dir erscheint, bezieht sich auch auf alles, was dir vorgesetzt wird von der Obrigkeit im Außen. Ne? Möchte ich noch dazu sagen. Ja, so viel zu diesem spannenden Vollmond. Also ich bin sehr neugierig, was die nächsten Tage und die nächsten 2 Wochen jetzt für eine Energetik auf uns zukommt, wie sich das auswirken wird. Wenn du selbst wissen möchtest, was die Astrologie für dich bereithält, kannst du von mir ein persönliches Horoskop bekommen, nach Wunsch, entweder nach der klassischen Astrologie oder nach den wahren Sternbildern. Vielleicht möchtest du ja auch wissen, wo die Sterne zum Zeitpunkt deiner Geburt tatsächlich standen, nicht wo man es dir nur erzählt hat. Wenn du neugierig bist, hinter die Kulissen zu schauen, dann schreib mich an, dann mache ich dir gerne ein Sternbild-Horoskop. 95% meiner Klienten, inklusive mir, sind fasziniert davon, dass sie sich durch die Sternbilder auf eine ganz neue Art und Weise gefunden und neu kennengelernt haben und dass Dinge zutage gefördert wurden, die ihr klassisches Horoskop überhaupt nicht wirklich für sie vorgesehen hatte. Ja, alle Informationen über meine astrologischen Angebote findest du auf meiner Homepage und das steht alles in der Infobox. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Vollmondzeit, eine friedliche Zeit, eine Zeit des Aufräumens, der Ordnung, der Struktur und der Heilung. Alles Liebe, alles Gute.